Schönen guten Abend. Wir haben in der letzten DP-Stunde über Fork gesprochen, gell? Und mit Fork, ja, mit Fork, da haben wir Kill-Prozesse gemacht, gell? Ja, ja, so einfach geht es bei den Betriebssystemen, ein Fork, und schon haben wir dort ein Kind. Ja, dieses Kind, gell, das ist uns aus dem Gesicht geschnitten, gell? Also, das ist ja, wie der Elternprozess, gell? Also praktisch identisch, eine Kopie. Und ja, mag zwar sehr praktisch sein, gell? Aber es gibt Situationen, da wünscht man sich nicht, dass alle das gleiche Programm beinhalten, gell? Also im Rechner, im System, da läuft ja nicht ein und dasselbe Programm. Und na, da hat man ja verschiedene Programme. Die Frage ist jetzt, wie macht man das? Wie macht man es, dass wir verschiedene Programme haben, wenn wir ja mit Fork immer nur ein und denselben Code laufen haben? Ja, da müssen wir ja die Programme eigentlich alle zurückführen können auf Init. Und das geht ja nicht. Da hätten wir alle dasselbe Programm. Jeder Prozess wäre dasselbe. Gell? Und genau dieses Problem, das wollen wir heute betrachten. Gell? Weil einen neuen Kindprozess erstellen, das ist eines, aber ihn mit einem neuen Programm füllen, gell? Das ist was anderes. Gell? Man spricht da auch dann von einem Kontextwechsel manchmal. Gell? Ja, das schließen wir dann mal. So, und ja, das Laden eines neuen Programms in einen laufenden Prozess, das nennt man oder das macht man mit einer der Exec-Funktionen. Gell? Ja, diese Exec-Funktionen, die machen jetzt das, was Fork eben nicht macht. Gell, Fork erzeugt einen neuen Prozess, aber der ist gleich wie der Elternprozess. Eine der Exec-Funktionen lädt in einen Prozess ein neues Programm und somit haben wir die Möglichkeit, einen Prozess zu machen, der etwas anderes macht als der Elternprozess. Gell? Also nicht immer dasselbe, das sich wiederholt. Gell? Also bei uns in Südtirol, gell? Da, oder auch in vielen anderen Orten, ist so, gell, dass die Kinder oft das tun, was die Eltern machen. Gell? Ja. Ja, wenn die Eltern eine Schusterei gehabt haben, gell, haben die Kinder auch eine Schusterei gehabt und haben sie weitergeführt. Gell? Waren die Eltern Bauern? Waren die Kinder auch Bauern? Gell? War der Papa ein Arzt? Wurde der Sohn ein Arzt? Gell? Ja, das ist Fork, gell? Also, macht alle das Gleiche. Der Elternprozess, genau wie der Kindprozess, gell? Also, Kindprozess macht es dem Elternprozess nach. Das Exec erlaubt es dann, den Kindern was Neues zu machen, gell? Ja, das ist so wie bei uns in der Informatik, gell? Also, sehr viele in der Informatik machen das zum ersten Mal in der Familie, gell? Es gibt zwar heute Informatiker in der zweiten Generation oder sogar in der dritten Generation, aber, ja, sehr viele sind Informatiker in der ersten Generation. Ja, und Exec macht sowas Neues, gell? Und, ja, wenn wir das nochmal vielleicht schauen wollen, da haben wir ja dieses, ja, diese Zeichnung gemacht da, also da fork.dia, gell? Und, ja, wie können wir hier Exec einordnen? Und sehr häufig, wer wird denn Exec machen? Der Elternprozess oder der Kindprozess? Und häufig ist der Kindprozess. Gell? Also, der Elternprozess, der läuft weiter. Und der Kindprozess, der macht was Neues. Gell? Also, der Kindprozess, der wird dann ein Exec starten. Was muss denn dem vorausgehen? Vorausgehen muss dem ein erfolgreiches Fork. Nach dem Fork bleibt der Elternprozess. Elternprozess und der Kindprozess macht was Neues. Und dieses Neue, das wird mit Exec dann ausgeführt oder ja, aufgerufen. Okay, ja, wie schaut es aus? Etwas verwirrend ist vielleicht, dass es da nicht eine
sondern mehrere Funktionen im BASIC-Standard gibt. Gell? Also das ist alles BASICs, gell? Uni-std.h. Ja, die Funktionen, die machen in ihrer Aufgabe, einen neuen Programmcode in den Prozess zu laden, alle das Gleiche. Der Unterschied liegt darin, was sie können, gell? Und wie man sie aufruft. Gell? Also der Unterschied, der liegt da in der Parameterliste. Und da haben wir jetzt mal grundsätzlich den Unterschied, dass wir mit den exec-l-Funktionen, diesen ersten drei, die Parameter, die wir dem Programm eben übergeben wollen, gell? Also so wie eben die Parameterliste der Funktion main, die ja die Parameter aus dem Betriebssystem bekommt, diese Parameter, die muss man dem exec übergeben. Gell? Also wenn ihr da an dieses main denkt und die Schnittstelle von main mit diesen argc, argv, dann finden wir das in exec wieder. Und zwar die ersten drei, die exec-l, die verpflichten den Programmierer, die Argumente in die Schnittstelle zu schreiben. Einfach eines nach dem anderen. Beginnend mit dem Aufruf und dann nochmal vollständig alle Argumente und zum Schluss machen wir eine Nullterminierung mit dem Null als Zeiger, gell? Ja, und der Unterschied liegt jetzt darin, dass wir mit exec L geben wir den Pfad zum Programm an. Mit exec LE Pfad, gell? Und dann auch die Argumentenliste, so wie auch mit exec L. Und am Ende können wir mit dem exec LE eine Umgebung übergeben, ein Environment. Gell? Und ja, die dritte Funktion des exec LB, das ist wie das exec L mit dem Unterschied, dass es statt einem Pfad einfach nur einen Programmnamen bekommen kann. Und sucht dann ein Programm in den Suchpfaden. Gell? Also in den Suchpfaden, die in der Umgebungsvariable Bash gespeichert sind. Gell? Also wenn wir exec LB verwenden und einfach nur einen Programmnamen statt einem Pfad aufs Programm zu übergeben, dann sucht er das Programm in einen unserer Suchpfade. Ja, also das E steht immer für Environment, auch dort unten bei der nächsten Gruppe, und das B, gell, also da für den Pfad, gell, Badge. Und ja, und das wiederholt sich. Und zwar in der nächsten Gruppe. In der nächsten Gruppe haben wir genau die gleichen Funktionen. Aber statt einer Liste gell, übergeben wir ein Feld auf Zeigern mit Char-Feldern. Gell? Also ein Feld auf Char-Zeigern. Das ist das, was wir übergeben. Aber das braucht euch nicht erschrecken. Das ist eigentlich das Gleiche, wie ihr es bei der Schnittstelle von Main gesehen habt. Durch dieses argv ist genau das da. Also, wir müssen dem execv dann, oder ve oder vp, genau die Schnittstelle übergeben, die ihr als ihr Programmierer in der Main-Schnittstelle schon gesehen habt. Gell? Und das macht das Ganze dann einfacher in der Handhabung und flexibler. Flexibler deshalb, weil wir in der ersten Gruppe, diese execl-Funktionen hier, die Schnittstelle, also die Schnittstelle des Aufrufes, in die Schnittstelle dieser exec-Funktionen schreiben mussten. Was wir also dem Programm übergeben wollen, das wir dann in unseren Prozess laden, das müssen wir als Programmierer schon wissen. Weil wir müssen also diese Schnittstelle ausfüllen. Gell? Und das macht diese execl-Funktionen sehr unflexibel. Gell? Und die execv, die sind da flexibler. Gell? Also die execv erlauben es uns, ein solches
ja, ein solches ja, Feld von Zeigern, von Schachzeigern dann zu füllen. Das heißt, wir haben da alle solche Schachfelder, die wir hier dann miteinander in dieses Zeigerfeld schreiben, gell? Und damit haben wir dann genau schon diese Datenstruktur, diese zusammengesetzte Datenstruktur, die wir auch in der Main schon haben, gell? Und die können wir flexibel zusammenbauen, gell? Da wissen wir die Anzahl nicht als Programmierer wissen, das kann doch auch von irgendwelchen Sachen abhängen, gell? Was ist denn wichtig? Woher wissen wir, dass wir zu Ende sind? Der letzte Zeiger, wenn also alle Argumente eingetragen sind, das ist ein Null, gell? Also bei den ersten drei kommt die Null in die Parameterliste als letztes und hier kommt die Null als letzter Zeiger in dieses Zeigerfeld. Ja, also, das war's dann auch schon. E ist genau das gleiche wie oben, nur dass man halt hier, ja genau, hier hat man halt das Environment, gell? Und B ist wieder, dass man hier ein Programmname verwenden kann, statt einen Pfad, gell? Ja, das ist das dann eigentlich zu den Funktionen. Und jetzt wollen wir das mal anschauen. Und zwar haben wir da, ja, was haben wir denn da? Hier haben wir mal ein Make-File, gell? Also wieder Make mit Makro. Und wir haben ein kleines Programm vorbereitet. Und zwar haben wir hier nichts anderes drinnen als einen Aufruf von exec, gell? Was machen wir? Wir machen ein Cut der Dateien etc/svd und grub. Wie müssen wir diese Schnittstelle jetzt mit exec l ausfüllen? Als erstes kommt der Aufruf. Also bin cut. Wir müssen den Pfad angeben. Also es reicht nicht, einfach nur cut zu schreiben. Also wir müssen den Pfad angeben. Okay, jo, das haben wir dann. Das ist der Pfad. Und dann müssen wir die Argumentenliste hinschreiben und zwar vollständig, beginnend beim Argument 0. Und das Argument 0, das ist ja der Aufruf. Deshalb wiederholt sich das. Wir haben also hier bin cut und dann wieder bin cut. Und als nächstes, seht ihr, da haben wir hingeschrieben, das ist argv an der Stelle 0 und das ist auch argv an der Stelle 0, nicht argv, argv. So, und dann kommen jetzt die eigentlichen Argumente. Argv an der Stelle 1 ist die etc/svd, argv an der Stelle 2 ist etc grub. Und dann schließen wir das ab mit null. Ja, dann wollen wir schauen, ob das funktioniert. Also dort unten haben wir dann ein Beispiel mit argv, jetzt mal im Kommentar. Und unten haben wir einfach die Fehlerausgabe. Warum Fehlerausgabe? Ohne eine Abfrage zu machen. Gell? Ja, deshalb, wenn es funktioniert, dann kommen wir nicht wieder hier zurück. Das heißt, dieses printf oder fprintf auf Standard-R, das wird nur ausgeführt, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Wenn kein Fehler aufgetreten ist, dann wird es nicht ausgeführt werden. Gell? Okay. Jo, also ihr könnt hier auch hineinschreiben, Return 1 zum Beispiel. Also nicht Return 0, weil es ist nicht gut gegangen, wenn wir hierher kommen. Dann wollen wir das mal anschauen. Oh, make. Okay, passt. So, exec und hoppala. Ja, was wird denn hier gemacht? Hier wird also zuerst die etc/passwd ausgegeben und nach der etc/passwd wird dann die etc groups ausgegeben. Gell? Das, was wir ins Programm geschrieben haben. Gell? Und welches Programm läuft denn jetzt eigentlich? Es läuft unser Programm. Und der, ja, dieses Programm im Betrieb, der Prozess also, der lädt dann ein neues Programm. Und das neue Programm ist CAT. Gell? Und so haben wir die Möglichkeit, Programme in einen Prozess zu laden. Ja, jetzt wollen wir das Gleiche nochmal ganz gleich machen, gell? Also ja nochmal, gell? Und zwar mit argv. Und zwar mit argv müssen wir
zuerst dieses Zeigerfeld auf Char füllen. Gell? Also wir müssen da sowas machen, Char Stern, ArcV, da fällt davon. Gell? Jetzt könnt ihr da schreiben, okay, das sind 1, 2, 3, 4, könnt ihr 4 hineinschreiben. Oder ich lasse einfach, wenn ihr da hinten die Komponenten schreibt, dann macht es C selbst. Gell? Okay. Ja, dann ist das erste Feld, was denn Win, Cut, das zweite, etc. PassWD, das dritte, etc. Group. Und dann muss ich das terminieren mit Null. Gell? Okay, ja, das da nehme ich, gell? Das haben wir jetzt definiert und initialisiert und das kommt dann hier als zweites Argument. Was habe ich als erstes Argument? Den Pfad zum Programm. Das muss ich trotzdem schreiben, auch wenn bincut als erstes Argument hier in der Argumentenliste steht. Gell? Okay, ja, und schauen wir mal, ob es funktioniert. Make, jawohl. So, exec und was passiert? Das gleiche. Gell? Also wir haben wieder zuerst die etc PassWD und dann die etc Group mit allen Gruppen. Gell? Ja, also, das da ist das Beispiel. Gell? Einmal mit den Argumenten als Liste und einmal gell, in einem solchen Zeigerfeld hier. Und ja, hier darunter. Ja, das ist nichts anderes als die Schnittstelle, gell? Die Schnittstelle, die wir schon dort auf Wikipedia gesehen haben und die auch in den Manpages dokumentiert ist. Mhm. Ja, das wollen wir ausprobieren, gell? Schreibst mal ein Programm, das eben etwas anderes werden kann, gell? Eine Frage könnte noch auftreten, ja, wenn wir da sowas machen, können wir hier zurück? Und die Antwort ist nein. Gell? Also wenn wir uns hier entschieden haben, dieses Exec aufzurufen und es funktioniert, dann kommen wir niemals zurück. Gell? Der Code unterhalb der Exec-Funktion, der wird nicht mehr ausgeführt werden, wenn wir erfolgreich sind. Gell? Okay? Ja, probieren wir es aus.